Ein halbes Jahrhundert nach Fertigstellung des ersten Assuan-Dammes begann man 15 Kilometer flussaufwärts einen neuen Damm zu errichten. Ein gigantisches Bauwerk mitten in der Wüste. Umgerechnet 3 Milliarden Mark hat es gekostet. Geld, Baupläne und technische Hilfe kamen aus der Sowjetunion. Am 15. Januar 1971 feierte ganz Ägypten ein Fest. Der Aswan-Staudamm war fertig. Zur Erinnerung an diesen Tag wurde ein riesiges Denkmal in Form einer Lotusblume errichtet. Hat die Freude über den neuen Damm bei den Bewohnern des Landes am Nil angehalten? Dreieinhalb Kilometer lang ist der Hochdamm, der Sad el Ali, und über 100 Meter hoch. Über die Dammkrone führt eine 40 Meter breite Straße. Strom erzeugt er gerade so viel, wie eine Stadt mit 40.000 Einwohnern verbraucht. Aus der Baumasse des Hochdamms hätte man 17 Cheops-Pyramiden bauen können. Hat sich der Bau gelohnt? Hat der neue Staudamm dem Land gegeben, was seine Staatsmänner sich von ihm versprachen? Viele unersetzliche Denkmäler der alten ägyptischen Kultur verschwanden für immer in den Fluten des riesigen, 500 Kilometer langen Stausees. Wenige nur konnten mit internationaler Hilfe und enormen Kosten gerettet werden, die Tempel von Abu Simbel. Als das Wasser des Stausees stieg, schnitt man die in den Fels gehauenen riesigen Figuren mitsamt den Tempelanlagen blockweise auseinander und setzte sie auf einer Anhöhe über dem Stausee wieder zusammen. Schon wenige Jahre nach der Einweihung des Hochdamms begannen sich die negativen Folgen zu zeigen. Viel mehr Wasser als angenommen verdunstet wegen der riesigen Wasseroberfläche und geht so der Nutzung verloren. Mehr Wasser als berechnet versickert im Boden. Der Stausee ist reich an Fischen und Fisch wird dringend gebraucht, denn Fleisch können sich die meisten Ägypter wegen der hohen Preise kaum leisten. Aber wie hält man den Fisch frisch, bis er beim Verbraucher ankommt, auf 1000 Kilometer vom Stausee entfernt? Unerschwinglich hoch sind für dieses arme Land die Investitionen für Kühlschiffe, Kühltransporter, Kühlwaggons. Mattenartig breitet sich im Stausee eine Wasserpflanze aus, die den See allmählich zu verkrauten droht. Die Wasserhyazinthe trägt zu einer noch stärkeren Verdunstung des kostbaren Wassers bei. Der Faulungsprozess so vieler pflanzlicher Stoffe könnte eines Tages den Sauerstoff im Wasser verbrauchen, der Stausee würde umkippen. Die schlimmste Folge des Hochdammbaus, der Nilschlamm bleibt aus. Nilschlamm. Jahrtausende lang benutzten die Menschen in Ägypten ihn zum Bau ihrer Häuser und Tempelstädte. Sie errichteten daraus die Umfassungsmauern für ihre Felder und Obstgärten. Vor allem aber,
Der Nilschlamm, der sich in jedem Sommer aufs Neue während der großen Überschwemmung auf den Feldern absetzte, düngte das Land und verhalf den Pflanzen zu üppigem Wachstum. Lange bevor mit dem Bau des Hochdamms begonnen wurde, haben ägyptische Wissenschaftler auf die Gefahren für das Land hingewiesen, wenn eines Tages der fruchtbare Schlamm ausbleibt. Aber damals hörten die Politiker nicht auf die warnenden Stimmen. Heute will man den Bauern verbieten, aus dem Lehm ihrer Felder Ziegel zu brennen. Aber die ständig wachsende Bevölkerung braucht immer mehr Wohnraum und immer mehr Baumaterial. Und so schreitet der Raubbau am fruchtbaren Boden unaufhaltsam fort. Seit der Hochdamm das Wasser des Nil staut, können die Bauern in Ägypten ihr Land das ganze Jahr hindurch bewässern und dadurch mehrere Ernten pro Jahr erzielen. Auf vielerlei Weise pumpen sie das Wasser aus dem Nil oder aus den breiten Kanälen, die entlang des Nil verlaufen, auf die höher gelegenen Felder. Nuria heißt dieses metallene Schöpfrad. Sakia nennt man ein anderes Schöpfrad, das oft noch ganz und gar aus Holz gefertigt, das Wasser in Tonkrügen oder Eimern fördert. In der Oase El Fayum gibt es Schöpfräder, die durch das künstlich erzeugte Gefälle in den Kanälen getrieben werden. Dies ist ein Tambour, die archimedische Schraube. Daneben gibt es, vor allem bei der Neulandgewinnung, vereinzelt moderne Formen der Bewässerung. Den Schaduf aber sieht man im ganzen Land. Eine ziehbrunnenartige Hebevorrichtung, wie alle diese Pumpen und Bewässerungshilfen, uralt, schon zur Zeit der Pharaonen bekannt. Sie haben sich bis heute bewährt, sind nicht teuer und kommen ohne teure Energie aus. Der Boden, den seit über einem Jahrzehnt kein Nilschlamm mehr düngt, versalzt. Und die Bauern sind ratlos. Bauer Nagib erzählt uns: Schon im zweiten Jahr haben wir jetzt das Salz auf unseren Feldern. Das Wasser im Boden verdunstet und zurück bleibt eine Salzkruste. Früher wurde das Salz jedes Jahr vom Nilschlamm abgedeckt. Jetzt müssen wir es mit viel Wasser fortspülen. Aber viel Wasser lässt die Wurzeln unserer Pflanzen verfaulen.
بعمل تأثير بس بطفيها بالماء الحلو. Seit die Bewässerungskanäle das ganze Jahr gefüllt sind, breitet sich in Ägypten die Bilharziose aus, eine gefürchtete Tropenkrankheit. Den Würmern, die im stehenden Wasser leben und die sich durch die Haut bohren, sind Kinder, die in den Kanälen baden, ebenso ausgesetzt wie ihre Väter, die Wasser schöpfen oder die beim Reisanbau oft bis zu den Knien im Wasser stehen. Bilharziose Würmer leben zeitweise in einer Schnecke, die sich in den Kanälen aufhält. Wirksam ließen sich die Menschen vor dieser Krankheit nur schützen, wenn man alle Kanäle und Gräben mit einem Gift besprühen würde. Chemikalien aber sind teuer geworden und Ägypten braucht sein Geld, um für die wachsende Bevölkerung Nahrungsmittel einzukaufen. Wenn der Mensch einmal in den Regelkreis der Natur eingegriffen hat, muss er unaufhörlich weiter eingreifen, um die Schäden, die durch sein Eingreifen hervorgerufen wurden, wieder halbwegs zu beseitigen. Noch 1000 Kilometer stromabwärts bekommen die Menschen die Folgen des Staudammbaus zu spüren. Die Fischer von Dumyat, an einer der beiden Nilmündungen, haben kaum mehr etwas zu tun, seit der Schlamm ausbleibt, der das Mittelmeer in Küstennähe gedüngt hat. Der Hochdamm hat eine Nahrungskette zerrissen. Algen und Plankton, die im schwebstoffreichen Wasser vor den Nilmündungen wuchsen, waren die Nahrungsgrundlage für Sardinen, die man hier früher in riesigen Schwärmen vorfand. Jetzt sind die Sardinenschwärme fort. Manche Fischer haben in einer Kunstdüngerfabrik Arbeit gefunden. Viele wollen es nicht wahrhaben, dass dieser Eingriff in den Haushalt der Natur unwiderrufliche Folgen hatte, und fischen weiter. Ras El Bahr, die letzte Station unserer Reise vom Aswan-Hochdamm bis zur Mittelmeerküste. Häuser, ja ganze Straßen versinken hier allmählich im Meer. Sorglose Badeurlauber scheinen die Katastrophe nicht zur Kenntnis zu nehmen, die sich vor ihren Augen anbahnt. Seit der Nilschlamm ausbleibt, der sich früher vor der Küste ablagerte, wird die natürliche Erosion, verursacht durch Wellen und Gezeiten, nicht mehr ausgeglichen. 30 Meter pro Jahr verlagert sich stellenweise die Küstenlinie ins Land hinein. Wollte man alle negativen Folgen des Hochdammbaus einigermaßen beheben, müsste man noch einmal die Summe aufbringen, die der Staudamm gekostet hat. 3 Milliarden.